Mein Name ist Darwin, ich bin von Heartbeat Edutainment, bin hier zusammen mit Rico Montero. Und wir waren die letzten 3-4 Tage an der Notre Dame Schule in Frankreich in Metz in Porto und haben mit den Schülerinnen und Schülern zusammen einen Song geschrieben. Am allerersten Tag sind wir in der Gruppe zusammengekommen und haben erstmal eine Begegnung geschaffen. Wer seid ihr? Was macht ihr? Und welche Werte verbinden uns, machen unser Charakter aus und vor allem auch reflektieren sie die Demokratie? Les premiers jours, on a fait connaissance, on a fait des petits jeux, on était en groupe avec nos amis, etc. Et puis quand le contact s'est mis, on a pu commencer à chanter. Après, on s'est enregistré, ils ont créé les paroles. Wir hatten 5 Beats verschiedene und da haben wir uns alle zusammengetan und die haben die abgespielt, Rico und Darwin. Und da haben wir jetzt ausgesucht, welcher Beat uns am besten gefällt und dann sind wir im Endeffekt auf den gekommen. Als erstes haben wir bestimmte Begriffe aus den Schülerinnen und Schülern rausgekitzelt mit bestimmten Fragen, wie zum Beispiel, wenn du Präsident wärst, was würdest du ändern? Oder wenn alle Kameras der Welt jetzt auf dich gerichtet wären, was würdest du für eine Message verteilen wollen? Alles hat angefangen mit Wörtern, du musst Wörter aufzählen. Irgendwann wurden es dann Sätze. Die Sätze zusammen und ein bisschen umgeschrieben, dann wurde halt der Song geschlossen. Also es hat definitiv Spaß gemacht, obwohl wir nicht so gern singen oder tanzen. Wenn man das mit Freunden macht und so, macht es Spaß. Ja. Und wir haben auch ein paar neue Leute kennengelernt. Moi, ce qui m'a plu le plus, c'est faire connaissance. Am Anfang war es halt ein bisschen schwer, weil wir uns irgendwie nicht getraut haben, mit den Franzosen zu reden. Aber danach, nach dem Spiel, also das, was wir gespielt haben, danach war es auf jeden Fall sehr gut. Und wir verstehen es auch jetzt mit denen, haben so Instagram und Social Media so ausgetauscht und so. Und ja. Au début, c'était très compliqué, parce que du coup, on parle pas la même langue, etc. Du coup, voilà. Mais après, au bout d'un moment, on s'habitue, on fait des activités avec eux et au final, on devient pote. Mais une fois qu'on a compris les paroles, qu'on arrive à chanter fort, c'était incroyable. En vrai, excité. C'est complètement steig, gars. C'est auf jeden Fall sehr, sehr krass gewesen. Cool gefühlt so und ich habe ehrlich gesagt auch irgendwie Gänsehaut bekommen, das war halt ein richtig gutes Gefühl und ja. La représentation elle était forte en émotion parce qu'il y avait, c'était un petit comité mais il y avait des gens importants et moi j'aimais. On bouge pas tous dans le même sens mais c'est drôle du coup. C'est une belle chanson déjà de une. Elle montre les valeurs de l'Allemagne et de la France réunies. C'est un bon projet. Der Rhythmus von dem Lied macht einfach Spaß. Die Zeilen sind schon tiefsinnig auch und bringen einfach Hoffnung. Als Rico gesagt hat, ja, fühlt euch jetzt frei, ihr habt jetzt keinen Druck und so, dann haben wir gedacht, ja komm, wir schreien und so und dann halt das richtig geil. Moi, ce que j'ai le plus préféré, c'est le refrain. Je peux pas dire la musique en elle-même parce que c'est quand même assez compliqué à chanter, mais le refrain il est extrêmement bien. C'est les gens français.
parler, j'ai compris que tout le monde, c'est une famille, frérot. Wir sagen einfach nur merci für die Organisation hinten dran und vor allem auch, dass die Schülerinnen und Schüler sich so geöffnet haben, von französischer und von deutscher Seite. Weil eine Sache haben wir gelernt, egal welche Vorurteile wir manchmal haben, was wir denken, was vielleicht der andere denken könnte, am Ende, wenn wir uns auf menschlicher Basis begegnen, dann darf Freundschaft entstehen. Möge Freundschaft alle Länder, alle Städte weltweit miteinander begegnen und Frieden eines Tages die Gegenwart unserer Kinder und Jugendlichen sein.